herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der Late Night auf dem Lausitzring. Wir haben noch genau 10 Minuten, dann fängt unser Turn an. Und zwar vielen Dank an Steve und Manu, die Veranstalter. Erstmal überhaupt in der Zeit so ein krasses Event zu stemmen. Meinen vollsten Respekt, finde ich cool, dass ihr für die Szene trotzdem noch was macht und hier heute alle ballern dürfen. So, wir haben eigentlich heute ein Viertelmeilerennen als auch ein Rundstreckenrennen. Kein Rennen, freies Fahren, immer 15 Minuten Turns und ich darf jetzt mit dem X-Bow auch mal einen Turn fahren. Marius freut sich schon. Wir dürfen nämlich auch zu zweit fahren und ich bin mit dem X-Bow noch nie auf einer Rennstrecke gefahren. Mal gucken, wie das so ist. Nochmal kleines Update. Wir haben ja letztes Jahr von H&R das Rennfahrwerk verbaut. Michelin Cup 2 Reifen sind drauf. Bin mal gespannt, ob die Bremse das hier mitmacht, weil die Bremse ist schon ein bisschen älter. Und dann mal generell gucken, wie das Auto überhaupt so fährt. Wir können natürlich während der Fahrt nicht filmen in dem X-Bow, weil halt alles offen ist, Helm und so weiter. Ich lasse aber mal meine Funkstrecke an und wir gucken, ob wir vielleicht ein bisschen coole Tonaufnahmen bei rauskriegen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, ich würde sagen, ich kenne die Strecke nicht. Also mal gucken, was wir so in 15 Minuten hinbekommen. Werden nämlich nicht viele Runden sein. Das heißt, wir reden von 5, 6, 7 Runden. Marius probiert sich nochmal mit der 360-Grad-Kamera und wenn alles gut läuft, kriegt ihr jetzt einfach ein paar Minuten, ich nenne es jetzt mal Rennstreckenporn und wir gucken mal, was passiert. Wir sind beide so ein bisschen aufgeregt. Maxi hat gleich gesagt, er will gar nicht mitfahren. Vielleicht wann anders mal. Weil die Jungs, die hier sonst so fahren, die ballern schon ganz gut los. Ne? Das ist schon anders, ja. Dafür, dass das gerade der allererste Turn ist, nehmen die es schon richtig ran hier. Ne? Okay, ja. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal rein und gucken mal, was passiert.
war der Turn. Wir mussten leider relativ lange anstehen und konnten in Summe, wenn es hochkommt, glaube ich, 2 Runden fahren oder so. Ne? Ja, so 2,5 bis 3. Man muss dazu sagen, ich bin vorher auf dem Lausitzring noch nie gefahren. Die Strecke ist komplett anders als der Wilzer Berg, wo wir gerade waren. Viel schneller. Und gerade in diesem offenen Auto, ich würde mal tippen, wir fahren so im Schnitt. Also ich würde jetzt aus dem Bauhaus sagen, wir fahren hier im Schnitt bestimmt 140, also Ende der Geraden hatten wir sogar 210 drauf, Maxi, ne? Boah. Ja, ja, also das ist schon, und jeder, der mit dem X-Bow schon mal gefahren ist, weiß, dass selbst 200 auf der Autobahn mit so einem X-Bow schon schnell ist, ne? Also mir hat es ab 130 keinen Spaß mehr gemacht. So, und erstmal vorweg, Marius und ich mega Fun gehabt, Strecke krass. Ich bin der Meinung, wir hatten nach den 2 Runden die Reifen gerade mal so ein bisschen auf Betriebstemperatur, weil man hat langsam gemerkt, dass das Auto auch mal einlenken wollte und nicht nur untersteuert hat. Ja, es wird gleich weitergeballert hier. Was kann ich zum Fahrwerk sagen? Fahrwerk fährt gut. X-Bow ist halt bekannt dafür, dass die extrem cooles Feedback geben. Also man merkt so richtig schön beim Einlenken, wie das Auto dann auch wirklich um die Kurve will, wie es arbeitet. Und Problem dabei ist, die X-Bows sind alle relativ hecklastig. So, hecklastig jetzt nicht beim Beschleunigen. Das ist mit den Reifen, sobald die warm sind, okay. Das Ding hat jetzt ja hier nicht so viel Leistung. Sondern beim Bremsen und Einlenken. Also man muss eigentlich aufpassen, dass man schon komplett von der Bremse runter ist, in dem Moment, wenn man einlenkt. So, und das ist uns eben gerade in der letzten Runde auch zum Verhängnis geworden. Ich weiß nicht, wie spektakulär es aussieht. Wir lassen es auf jeden Fall drin. Wir sind nach Startziel, fährt man links, dann eine kleine S-Kurve, dann eine links und dann kann man kurz einmal auf ein gerades Stück und dann kommt eine Rechtskurve und da beim Einlenken in die Rechtskurve ist Arsch sofort rumgekommen. Wemer hat sich auch gefreut in dem Moment. War jetzt nicht. Wir sind noch auf der Strecke zum Stehen gekommen, aber es ist schon schnittig schnell hier. Ich gucke mal, ob ich am Nachmittag vielleicht noch einen freien Turn kriege, weil ich behaupte, man braucht wirklich, na, so 5 bis 10 Runden braucht man schon das erste Mal auf einer Rennstrecke, um so einigermaßen Gefühl für zu kriegen, wie, mal einmal kurz abwarten hier, Ben kommt gerade. So 5 bis 10 Runden braucht man, glaube ich, schon, um sich an die Strecke so ein bisschen zu gewöhnen. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass die Bremse das so mitmacht. Das sind EBC-Belege in Gelb, die man an dem Grad schon sieht, sind die Scheiben definitiv schon ein bisschen älter. Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass die es so gut macht, weil man auch relativ viel auf dieser Strecke bremst. Also man hat viele kurze Geraden, wo man dann immer so von 160, 180 auf 100 runterbremst. Für einen Fahranfänger halte ich gar nichts von dem X-Bow. Ein Problem ist auch dadurch, dass man einen Helm auf hat und alles laut ist, Windgeräusche sind Hölle bei 180, hat man vor der Gerade bzw. am Ende der Gerade gar kein Gefühl dafür, wie viele Gänge man jetzt unterscheiden muss, weil man akustisch gar nicht mitbekommt, in welchen Gang, also wie weit man den Gang gerade schon ausgedreht hat. Man hat zwar in der Mitte einen Schaltblitz, aber ja, also war schon so ein bisschen gut Glück, ob wir das Ding nicht dreimal überdrehen. Das hat aber alles geklappt. Und jetzt kommt auch wieder, man denkt immer, man muss so viel schalten auf der Strecke hier. Also auf der Strecke hier mussten wir eigentlich nur dritte, vierte und auf der Startziel den fünften. Sonst geht das eigentlich. Ja. Macht auf jeden Fall ultra Fun. Braucht definitiv ein paar Runden, bis man sich richtig eingefahren hat. Dann wird man mit dem Auto vermutlich allerdings gleich schon so schnell, dass man dann halt schon schnell unterwegs ist. Ja, du hättest eigentlich mitfahren müssen, Maxi, weil es ist ganz was anderes als Wilster Berg, weil diese Kuppen fehlen. Ja, also aber es fühlt sich halt so vom Zuschauen so viel schneller an. Ist auch von der Schnelligkeit der Welten schneller. Ja. So, und du lenkst ja auch viel, viel schneller in die Kurven ein und die Kurven sind halt aber einfach breiter und langgezogener. Ne? Also zum Flüssigfahren ist das schon geil, aber es sind schon ein paar Mutkurven auf jeden Fall dabei. Also ich glaube, mit dem anderen Auto wäre ich auch dabei gewesen. Mit dem Abarth. Ja, gut. Also mit der Arbeit wird hier natürlich leistungsmäßig klaglich versagen, ne? Ja, komplett. So, ne? Weil das sind schon ein paar Geraden zwischen. Aber ich glaube schon, dass wir in dem Turn eben gerade schon ganz gut mitfahren konnten. Dafür, dass da halt einige hammerkranke Weise wie ein Turn nach dem nächsten fahren, natürlich nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Aber es hat Spaß gemacht und jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen weiteren Turn finden. Wenn wir keinen Turn finden, dann liegen da hinten schon die Slicks bereit. Dann stecken wir einfach die Limo-Slicks hier hinten drauf und fahren einfach ein bisschen Viertelmeile, weil Viertelmeile ist jetzt ein bisschen spannend.
So, als allererstes nochmal fetten Dank an Steve, der uns das nochmal ermöglicht hat, in eine Runde zu ballern. Ja, danke. Wir sind wirklich 20 Minuten am Stück jetzt gefahren und dann merkt man wirklich von Runde zu Runde, wie so langsam klar wird, welche Linie man fährt, wie man den X-Pro fahren muss. Ganz, ganz, ganz wichtig, man muss von der Bremse sein, wenn man einlenkt. Ich habe Ende, Start, Ziel, weil die Bremse nicht mehr die beste ist, etliche Meter verschenkt, weil ich wirklich, weil einmal kam er schon mit Marsch bei 120, wirklich erst eingelenkt, wenn ich schon wieder einen Gang drin hatte und schon wieder auf dem Gas war. Ne? Und dann wurde das wirklich von Runde zu Runde so schnell. Trotzdem ist er als Beifahrer ziemlich räudig. So. Ja, glaube ich. Ist halt, ich habe es auch als Beifahrer, das ist halt blindes Vertrauen. Ne? Weil zum Beispiel, was garantiert als Beifahrer eklig ist, ist diese eine Kurve im Infield, wo du auf den Körper zufährst und denkst, nie im Leben kommt der da vorne rum und wir landen mit einem Rad im Rasen eigentlich. Ne? Es geht dann aber schon. Ne? Je länger ich auf dieser Strecke fahre, je mehr macht die Strecke mir auf jeden Fall Spaß. Genau, und desto besser ist es, dass wir jetzt wahrscheinlich aufhören. Genau, besser ist, dass wir jetzt aufhören, weil Reifen sind jetzt am Ende, Bremse ist am Ende. Was hattet ihr von außen geschoppt? 2 Minuten 15 oder so in den Dreh? 12? Ja, die beste Zeit war 2 Minuten 11, aber halt gern mit dem Ende. 11, ja, ist ja auch okay. 2 Minuten 11 kann ich auch mitleben. Hat Spaß gemacht, ist heilig geblieben. Auf jeden Fall. Genauso wie beim Abarth neulich, Wahnsinn, dass der X-Pro das einfach so mitmacht. Ist halt dafür gemacht. Jetzt muss ich noch mal ein kleines Lob an H&R aussprechen. Für mich als Rennstreckenneuling fand ich schon, dass das Auto ein tierisch gutes Feedback gegeben hat. So, also was die Jungs da gemacht haben, das Auto lässt sich präzise einlenken. Man merkt doch, dass man noch weiter einlenken kann, ja, und noch enger fährt. Und in dem Moment, wenn dann doch der Arsch mal kommt, kannst du schon noch, wir hatten einmal fast kompletten Lenkeinschlag, ne, kann man schon noch gegenkorrigieren. Ne? Und es gab so 2-3 Senken, wo man dann merkt, wo das Auto so hinten leicht wird. Das ist halt eigentlich das Schwierigste für Fabrik. Auch das hat es auf Anhieb wirklich gut gemacht. Trotzdem ist es nicht zu hart. Ne? Wenn du so über die Curbs fährst, so, das ist alles noch... Ich weiß noch, als wir die erste Runde gefahren sind, meintest du auch noch, das ist zu hart, mhm, auf der Straße. Aber da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Straße und Rennstrecke, wenn die Reifen warm werden. Weil wenn diese Semislicks warm werden, beißen die sich so krass in den Boden rein mit dem Sturz. Da muss das Fahrwerk einfach so hart sein, damit es dann noch hart genug ist. Ne? Jetzt reicht's. Wir hatten Spaß. L8 Night, Late Night, könnt ihr euch selber überlegen, ich sag beides. Hat mega Spaß gemacht, jedes Jahr. Jetzt ballern wir noch ein bisschen mit dem Golf, beziehungsweise du. Und dann fahren wir nach Hause. Und dann geht's auch wieder nach Hause. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten einige Eindrücke von der Rennstrecke vermitteln. An der Stelle auch schon mal vielen Dank an Maxi, der das unendlich viele Material schneiden muss aus 8 Millionen Perspektiven. Yes. Mit der 360-Grad-Kamera. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, ich habe nicht wieder 18 Minuten mein Gesicht gefilmt. Nee. So, genug gesammelt. Schön, dass er da war. Schön, dass er zugeschaut hat. Bis zum nächsten Mal.